Der indische Philosoph Krishnamurti hat ja mal gesagt, es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine zutiefst kranke Gesellschaft angepasst zu sein. Ich denke, dass unsere Gesellschaft zutiefst krank ist, ist den meisten Menschen heute klar. Und ich glaube auch, dass die meisten sich darüber einig sind, dass es nicht ein Virus ist, das diese Krankheit ausgelöst hat, sondern dass die Ursachen woanders liegen. Allerdings herrscht weniger Einigkeit, wenn man sich darüber unterhält, welche konkreten Ursachen es denn für diese Krankheit gibt. Also es gibt einige Leute, die meinen, dass unsere Gesellschaft vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch in Ordnung gewesen sei und dass sie einfach nur vom Weg abgekommen ist und dass man wieder in diesen alten Zustand zurückkehren müsste. Es gibt andere, die meinen, dass es politische Fehlentscheidungen gegeben hat, die die Welt von ihrem Weg hat abkommen lassen, dass man die korrigieren könnte. Und wieder andere meinen, dass es wirtschaftliche Fehlentscheidungen gegeben hat. Also es gibt zum Beispiel die Theorie, man hätte den Zentralbanken nicht so viel Macht geben müssen. Oder es gibt auch die Theorie, man müsste einfach nur die Zentralbanken abschaffen und dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Ich will in meinem Vortrag mal meine Sicht der Dinge schildern. Und diese Sicht lässt sich eigentlich auf einen ganz kurzen Nenner bringen. Meiner Meinung nach ist das Problem ein globales, systemisches Problem, das sich folgendermaßen zusammenfassen lässt. Wir leben unter dem Prozess einer immer höheren Konzentration von Geld und Macht in immer weniger Händen. Und dieser Prozess läuft seit 50 Jahren immer schneller ab und hat 2020 sich in nie dagewesener Weise beschleunigt und deswegen die Welt in den vergangenen Monaten in einen historisch kritischen Zustand gebracht. Wir müssen uns dazu nur mal angucken, was es im Wirtschafts- und Finanzsystem im vergangenen Jahr für große Veränderungen gegeben hat. Also zum einen, das Vermögen der Ultrareichen hat 2020 um 3,9 Billionen Dollar zugenommen. Mit Elon Musk ist zum ersten Mal ein einzelner Mensch innerhalb eines Jahres um mehr als 100 Milliarden Dollar reicher geworden. 2020 sind Rettungsgelder in nie dagewesener Höhe vergeben worden. In der Krise von 2007, 2008, also in der Weltfinanzkrise und in der folgenden Eurokrise waren es noch Hunderte von Milliarden. 2020 waren es Billionen. Zudem hat es eine riesige Aufwärtsentwicklung an den Finanzmärkten gegeben. Während die globale Wirtschaftsleistung um ungefähr 4% abgenommen hat, die globale Wirtschaft also geschrumpft ist, haben die Aktien, die Anleihen und die Immobilienmärkte immer neue Höchststände erreicht. Außerdem hat der Börsenwert der Top-Digitalkonzerne noch nie so stark zugelegt wie 2020. Ich habe mir da mal einige Zahlen aufgeschrieben. Die Google-Mutter Alphabet hat 2020 um 31% zugelegt, Microsoft um 43%, Netflix um 67%, Amazon um 76%, Apple um 82% und das Autounternehmen Tesla, das ja diese digitalisierten Autos herausgibt, hat es auf sage und schreibe 743% Börsenwertsteigerung gebracht. Die drei größten Unternehmen, also Apple, Google und Microsoft im Digitalbereich, haben ihren Marktwert auf mehr als 5 Billionen Dollar gesteigert. Dazu kommt die Entwicklung bei den Vermögensverwaltungen. Also zu den Vermögensverwaltungen gehören Firmen wie BlackRock, wie Vanguard, Fidelity, State Street. Diese Vermögensverwaltungen konnten 2020 das höchste Wachstum ihrer Geschichte verzeichnen. Alleine die beiden größten, BlackRock und Vanguard, haben um mehr als 2 Billionen Dollar zugelegt. Und das in einer Zeit, in der die Weltwirtschaft angehalten wurde. Heute verwalten BlackRock und Vanguard zusammen 15 Billionen Dollar. Auf der anderen Seite, an der anderen Seite der sozialen Leiter, hat es folgende Entwicklung gegeben. Der Lebensstandard von 1,6 Milliarden Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern ist zum Teil drastisch gesenkt worden und etwa 130 Millionen Menschen sind nach Angaben der UN in den Hunger geschickt worden. Das heißt, wir haben im letzten Jahr, im Jahre 2020, die größte Vermögensumverteilung
von unten nach oben in der gesamten Geschichte der Menschheit erlebt. Zugleich haben wir die Zerstörung lebenswichtiger Bereiche der globalen Wirtschaft gesehen. Es sind Produktionsstätten lahmgelegt worden, es sind Lieferketten weltweit zerbrochen worden, mittelständische Betriebe zu Hunderttausenden in den Ruin getrieben worden und ganze Wirtschaftszweige wie die Logistik und die Touristik zu einem Teil zerstört worden. Die Frage ist, was steckt dahinter? In meinen Augen ist das System, unter dem wir leben und das von diesem Geld und von dieser Großmacht beherrscht wird, 2020 gekippt und in seine Endphase eingetreten. Es wird, seitdem klar ist, dass es nicht mehr zu retten ist, nach allen Regeln der Kunst geplündert. Wir haben ja schon zwei große Zusammenbrüche erlebt. Das erste Mal wäre das Finanzsystem im Jahre 1998 beinahe kollabiert und das zweite Mal im Rahmen der Weltfinanzkrise 2007-2008. Nach 2007-2008 ist künstlich eine weitere Rezession vermieden worden, indem man über Jahre hinweg immer mehr Geld gedruckt und es zu immer niedrigeren Zinsen vergeben hat. 2020 dann, im März 2020, musste man riesige Summen ins System pumpen, um es erneut zu retten. Und man wusste damals, dass diese Summen die soziale Ungleichheit in einem nie gekannten Ausmaß verschärfen würden. Und man war sich auch darüber klar, dass die darauffolgende Austeritätspolitik, die uns jetzt erwartet, alles, was wir in Griechenland oder auf Zypern im Rahmen der Eurokrise gesehen haben, bei weitem in den Schatten stellen wird. Und deshalb brauchte man einen Grund. Man brauchte einen Grund für diese große Umverteilung. Und als Grund dafür hat man eine grassierende Krankheit genommen und die Weltwirtschaft angehalten, um anschließend die größten jemals ausgezahlten Rettungspakete an Großinvestoren und Großunternehmen zu vergeben. Und gleichzeitig hat man die Gelegenheit benutzt, um den Mittelstand, der ja die meisten Arbeitsplätze schafft, die Hauptlast der Steuern trägt, um diesen Mittelstand systematisch zu zerstören. Und die entscheidende Frage für mich lautet, wie war das möglich? Dass diese Politik in so umfassender Weise von so vielen Kräften unterstützt und mitgetragen wurde. Dass Politiker und Medien rund um den Globus wie gleichgeschaltet dieselben Parolen ausgegeben haben und eine fast einheitliche Strategie verfolgt haben. Die Antwort lautet in meinen Augen, es gibt eine Kraft, die unendlich viel stärker ist als sie und die in den vergangenen Jahrzehnten mehr Macht an sich gerissen hat als irgendeine Kraft in der gesamten Geschichte der Menschheit. Dabei handelt es sich um den digital-finanziellen Komplex. Ich will mal erklären, was ich unter diesem digital-finanziellen Komplex verstehe. An seiner Spitze stehen in meinen Augen die Digitalkonzerne, die größten Digitalkonzerne unserer Zeit. Das sind unter anderem die Google-Mutter Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon, SpaceX, Netflix und Facebook. Dazu gehören die Großbanken der Wall Street und einige große internationale Banken, wie zum Beispiel die UBS in der Schweiz, die HSBC in Großbritannien oder die BNP Paribas in Frankreich. Oder bei uns hier in Deutschland die Deutsche Bank. Dazu gehören auch die größten Vermögensverwaltungen der Welt wie BlackRock und Vanguard. Diese Unternehmen beherrschen zusammen mit einigen anderen die beiden wichtigsten Lebensadern der modernen globalen Gesellschaft, nämlich die Daten und das Geld. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen. Auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen,
müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.